Murasaki, Oboro und Tsubame sind in der Zwischenzeit aus ihrem Dorf zurückgekehrt. Dort scheint alles in Ordnung zu sein. Trotzdem hat Oboro ein besorgtes Gesicht gemacht und ist weggegangen, ohne zu sagen, wohin. Ich glaube nicht, dass es nur die Sorge war, dass Hanzo doch noch angreifen könnte. Weißt du, wohin er gegangen sein könnte? Du kennst ihn besser als ich. Gibt es hier einen Wasserfall? Ja, ich habe auf dem Weg hier einen Wasserfall gesehen. Weiter bergauf, nordöstlich von hier. Komm, wir sehen nach. Ach stimmt, ja, das muss ja hier. Hier hatte er einen Wasserfall. Bodo sah wirklich sehr besorgt aus. Komm, wir suchen ihn und versuchen ihm aufzuheitern. So, das ist ja... Die Quests kann man ja wieder annehmen. Die habe ich ja gelöscht, deswegen sind sie wieder hier, verfügbar. Fallende Wasser wäscht die Gedanken hinfort. Du möchtest mit mir reden? Warte, ich komm raus. Wie habt ihr mich gefunden? Murasaki, suchst du auch manchmal die Abgeschiedenheit, die ein Wasserfall bietet? Ich dachte, wir finden dich am... Nicht im Wasserfall. Das Geräusch des Wassers erfüllt den Geist, bis man an nichts anderes mehr denkt. Und wenn man das Wasser auf seinem Kopf nicht mehr spürt, dann weiß man, dass die Chakras im Einklang sind. Ich hatte mich darauf vorbereitet, dass der Dorfälteste mich bei meiner Rückkehr ins Dorf bestraft. Doch ich wurde empfangen als der Ninja, der den Verräter Karasu die Gerechtigkeit zugeführt hat. Dabei war Gekai der eigentliche Verräter. Karasu hat sogar noch versucht, das Dorf vor den Galeas zu beschützen. Ich musste Karasu versprechen, diese Wahrheit für mich zu behalten und zum besten Ninja im Dorf zu werden. Aber es ist eine Ungerechtigkeit, dass er immer noch im Dorf als geächtet gilt. Karasu hat sich selbst zuzuschreiben, dass Hanzo ihn tötete, aber verdient hat das nicht. Du machst dir zu viele Gedanken, Oboro. Die Dinge sind, wie sie sind. Und was Karasus Ansehen im Dorf betrifft, lass mich dir von Kapitänleutnant Milala von den Gelbjacken erzählen. Murasaki und ich hatten in einer heiklen Angelegenheit in Limsalominsa mit ihr zu tun. Die Details behalte ich lieber für mich. Aber am Ende ist der Ruhm für unsere Taten allein ihr zugekommen. Das ist eben das Schicksal eines Schurken, im Hintergrund zu bleiben und im Dunkeln zu agieren. Leute wie Milala machen es erst möglich, dass wir unerkannt unsere Tätigkeiten nachgehen können. Ich kannte Karasu nicht so gut wie du, aber ich kann mir vorstellen, dass er große Befriedigung daraus gewonnen hat, dem Dorf geholfen zu haben. Er weilte in den Schatten und wusste, was er getan hat. Er brauchte keine Anerkennung. Erinnert mich ein bisschen an Sasuke, nicht an Sasuke, an Itachi. Genau. Sorry, falls ich falsch ausgesprochen habe. Du hast ja recht. Danke, Jack, für den guten Rat. Können wir nächstes Mal zu Bame unter einem Wasserfall suchen? Meister Oboro, da bist du ja. Der Großfalke steht bereit, also lass uns zum Eremiten fliegen. Es gibt noch eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht. Warum hat Hanzo uns Sasuke Ninja, Abtrünnige, genannt? Sasuke, der Gründer des Dorfes,
wurde einst in geheimer Mission aus Higashi nach Doma entsandt. Aber auch die Ältesten im Dorf wissen nicht mehr über ihn oder seine Mission. Vielleicht weiß Kamui, der Eremit, etwas. Er ist der Älteste der Dorfbewohner. Er lebt nur zurückgezogen außerhalb des Dorfes, bei der Quelle am Pflaumenbaum. Murasaki, du bist doch auch ein Sasuke-Ninja. Willst du mehr über deine Wurzeln erfahren und hören, was Kamui zu sagen hat? Gut, die Quelle am Pflaumenbaum kann man nur aus der Luft erreichen. Wir können den Großfalken in Namai nehmen. Komm, ich werde auch mitkommen. Hier gibt es hier nichts anderes zu tun, als den Brunftschrei der Nashornkäfer zuzuhören. Auf geht's! Kamui hat allen weltlichen Dingen entsagt und führt ein Leben in totaler Abschiedenheit. Der Großfalke ist der einzige Weg hoch zur Quelle zum Pflaumenbaum zu kommen. Komm, wir fliegen los. Es gibt noch einen anderen Weg. Ich nehme mein Auto. Hier war ich noch nie. Der Eremit! Berg-Eremit! Das ist er! Ich bin gespannt, was er über den Gründer des Dorfes weiß. Verehrter Kamui, Oboro grüßt euch! Ich komme mit einer Bitte zu euch. Was wisst ihr über Sasuke, den Gründer des Dorfes und seine geheime Mission? An den Namen kann ich mich nicht erinnern. Jetzt kneift meine Hüfte wieder. Heute ist besonders schlimm. Nichts hilft dagegen, außer mein Spezialtrunk. Vertreibt man die getrocknete Leber einer Yangtze-Tigers mit dem Pulver zu zerstoßen, zu Pulver zerstoßenen Horn eines Nashornkäfers und der fein geriebenen Kralle des Doma-Wiesels. Und kocht das Ganze auf einer kleinen Flamme auf. Verschwindet jede Art von Schmerz im Nu. Und da ihr schon mal da seid, könnt ihr mir die Zutaten ja auch besorgen. Vorher sage ich nichts, aber das Kind da. Sag, bist du nicht die kleine Tsubame? Bleib hier und leiste mir Gesellschaft, während deine Freunde die Zutaten für meinen Spezialtrunk besorgen. Das ist doch sowas von, hier. Jetzt fallen mir die einfachsten Namen nicht ein. Ist auch so ein perverser Eremit hier. Mit Tsubame kannst du dich unterhalten, aber um unsere Fragen zu beantworten, brauchst du Schmerzmittel? Oh, jetzt erinnere ich mich. Ich habe dich etwas gefragt. Dass alte Leute immer so schwierig sein müssen. Ich erinnere mich, wie der kleine Oboro immer seinem großen Idol nachgelaufen ist. Ah, wie hieß er noch? Ach ja, Karasu. Ja, genau, der Oboro. Dass alte Leute immer so peinlich sein müssen. Du hilfst mir doch, die Zutaten zu beschaffen, oder? Lass uns schnell nach Namai zurückkehren. Kamui! Ist ein komischer Kauz. Wir sollten ihm helfen, sonst spricht er nie mit uns.
kümmere mich um die Leber des Yangtze-Tigers. Jack besorgt das Horn des Nashornkäfers. Murasaki, du besorgst uns die Kralle eines Doma-Wiesels. Wenn wir alles haben, treffen wir uns wieder hier. Hast du die Kralle? Ich muss jetzt nicht alles einzeln holen, oder? Sehr gut. Jack und ich waren auch erfolgreich. Dann haben wir alle drei... Ach so, okay, dann haben wir... Okay. Alle drei die Zutaten für das Schmerzmittel. Geht ihr mal alleine. Ich warte hier. Der Alte macht mich ein bisschen kribbelig. Ich was? Sieht eigentlich recht fidel aus. Egal, wir haben was er wollte. Ah, und schon geht es mir besser. Unglaublich. Aber die Zutaten waren doch noch gar nicht zermahlen. Nicht aufgekocht. Also, was wolltest du noch mal wissen? Ach ja, Sasuke und seine Mission. Damals, als Higashi vom Bürgerkrieg zerrüttet war, führte Hanzo der Erste den Kakushi-Clan an. Er ersann die verbotene Beschwörung aber nur für den Fall, dass das Dorf von einem übermächtigen Feind angegriffen würde und verteidigt werden müsste. Die Beschwörungsformel wurde auf einer Schriftrolle niedergeschrieben. Dann eines Tages wurde ein Schiffbrüchiger an der Küste gefunden, ein Domaner, der vor einem tyrannischen Herrscher geflohen war. Hanzo der Erste erfuhr von den Gräueltaten, die der Tyrann gegen die Domaner verübte. Er hatte Mitleid und befahl einem jungen Ninja namens Sasuke, die Schriftrolle mit der verbotenen Beschwörung nach Doma zu bringen und den Domanern zu helfen. Sasuke überquerte den Rubinsee und setzte die Beschwörung ein einziges Mal ein. Die Armee des Tyrannen wurde vor dem Geschöpf dahingerafft und die Domaner erhielten ihre Freiheit zurück. Dann gründete er ein neues Dorf, der Ninja, unser Dorf, und befand, dass die Beschwörung nie wieder eingesetzt werden sollte. So überwältigt war er von ihrer Macht.
Um sicherzugehen, teilte er die Beschwörungsformel auf zwei Schriftrollen auf, die an getrennten Orten aufbewahrt werden sollten. Eine verblieb im Dorf, die andere übergab er der Königsfamilie von Doma. Sasuke war also kein Abtrünniger, er wurde von Hanzo erst nach Doma entsandt. Ja, aber davon wusste in den Gashi. Schließlich war es eine streng geheime Mission. In seinem Heimatland hält man Sasuke heute für einen Verräter, der die verbotene Schrift und Beschwörung stahl und die Geheimnisse der Ninja verriet. Das sind alles sehr wichtige Informationen, Kamui. Ich danke euch. Gern geschehen, aber nicht wirklich. Ich habe mich aus gutem Grund hier oben niedergelassen, weil ich meine Ruhe haben möchte. Also kommt bitte nicht wieder. Nur Tsubame darf jederzeit wieder vorbeisehen und mir Gesellschaft leisten. Oh, Murasaki, Prinzessin Yugi hat wichtige Neuigkeiten mitgebracht. Der Kakushi-Clan ist auf dem Weg nach Doma. Es sollen sehr viele sein. Hanzo hat bestimmt gemerkt, dass es seine zweite Schriftrolle geben muss. Das musste ja passieren. Danke für die Warnung. Wir werden Ihnen einen gebührenden Empfang bereiten. Batman? Tsubame ist zum Dorf geeilt, um es zu warnen. Prinzessin Yuki ist vorausgegangen, um den Kakushi-Clan im Auge zu behalten. Wir werden an der Küste auf ihn warten. Ninja-Clan gegen Ninja-Clan. Das ist auch für mich neu. Und wir müssen so gut wie nichts über unseren Feind, Murasaki. Ich bin froh, da eine so starke Verbündete wie dich an unserer Seite zu wissen. Und natürlich Level 70. Und dann erlernen wir Tenchi-Jin. Man erlernt es also durch hier, ja. Und wir bekommen das Ausrüstungsset Kakushi. Nice. Okay. Nice.